Hier sind wir wieder zurück zu Harvest Moon. Neben mir sitzt, wie so oft, die Miu. Hallöchen. Und ich bin der Ustra. Endlich sind wir wieder dabei. Harvest Moon, ne? Back to Nature. Und ja, es gibt ein paar neue Schaf- und Kuh- und Hühnernamen. Hühner nicht, aber... Ein paar. Zwei Stück an der Zahl. Und darum werden wir uns heute natürlich kümmern. Des Weiteren schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und eventuell schaffen wir es auch heute mal wieder zu den Wichteln zu kommen. Eventuell. Naja. Bis 5 Uhr hast du Zeit. Bemühe dich, streng dich an. Oh, es ist einfach zu süß. Ja, ne? Mhm. Das heißt, das Erste, was man machen sollte, das war auch ein Tipp, das habe ich jetzt, glaube ich, vielleicht schon verkackt, ist, man soll ganz, ganz, ganz zu Anfang am Tag in den Stall gehen. Denn dann sollen wohl die Tiere schön geordnet und in Reihe und Glied an ihren Trögen stehen. Das hoffe ich jetzt einfach mal, wenn wir gleich dahin gehen und dass ich das jetzt nicht direkt grundverkackt habe. Naja, 6 Uhr morgens ist es ja trotzdem noch. 6 Uhr morgens ist es trotzdem noch, aber man weiß ja nicht, ob die sich trotzdem bewegen oder nicht. Glaube ich nicht. Hoffe ich nicht. Hoffst du nicht? Ich auch nicht. Aber wenn es klappt und auch trotzdem so, schon mal vielen Dank für diesen Tipp, denn das können wir sicherlich gebrauchen. Ja, zumindest spätestens für den nächsten Tag, ne? Ja. Das stimmt. Harvest Moon. 6:10 Uhr. Wir sind im Stall und mal schauen, was geht. Nein. Ja, mehr oder weniger stimmt das ja. Die sind ja schon hier an ihren Plätzen. Ne? Sieht man jetzt hier so ein bisschen. Aber jetzt, wo du gerade kommst. Ja, dann hauen die wieder alle ab und hauen wieder alle hin und her. Und jetzt wollen die alle irgendwie nach vorne. Es ist leichter Vormarsch hier. Es ist noch komplizierter als sonst. Ja, jetzt stehen die alle übereinander. Und du wolltest noch nie in Reihe und Glied stehen. Sehr gut, alles klar. Ich verstehe schon, was hier los ist. Ja, der Trick scheint wohl zu klappen, aber... nicht bei uns. Die bewegen sich natürlich dann auch. Na, das muss man dazu sagen. Manche Tiere lassen sich hier auch irgendwie nicht mehr streicheln, habe ich das Gefühl. Nö. Meine Güte, 19, du hast aber heute schlechte Laune. Ja, er lässt sich nicht streicheln, weil er so schlechte Laune hat. Er sieht so, was los ist drauf? Was ist mit dir? 19, hörst du mich noch einmal? 19 wollte gar nicht wirklich gekauft werden, ja. So sieht's aus. Hörst du mich noch einmal? Schau dir ins Gesicht. Also bitte, ein Schaf haut dir nicht ins Gesicht. Nein. Du weißt es nicht. Es beißt dir in die Nase. Hufen, stellt sich auf die Hinterläufe und bam, bam, kriegst du Hufschelle, ey. Hufschelle. Natürlich, was soll das sein? Das ist ein Schaf. Ja, ist doch egal. Ein Schaf kriegt das nicht hin. Hat keine Ahnung, wie das geht. Klar, die Agro-Schafe, die ich sonst kenne. Achso. Die kriegen das mit lockerer Leichtigkeit hin. Na dann. Ja, aber 19, du möchtest dich nicht bürsten lassen, dann bleib bei deiner schlechten Laune. Richtig. Also können wir nichts für. Ja. Du vielleicht schon, aber... Ich kann überhaupt nichts dafür. Ich weiß gar nicht, was ich getan habe, dass hier schon wieder so schlechte Laune im Stall ist. Ich hab gute Laune mitgebracht, weil ich eigentlich dachte, es klappt. Aber. Anscheinend. Und jetzt bist du schlecht gelaunt, weil es nicht geklappt hat. Direkt? Ist okay. Aber jetzt hat mich auch dieses Kühlein wieder direkt in die richtige Position, glaube ich, gebracht. Ich kann mich nirgendwo mehr hin und der pennt jetzt auch noch. Entschuldigen Sie. Aufstehen, wenigstens lässt sich die Kuh wecken. Irgendwann mal vorbei, ja, das ist auch nett. So, wir schneiden dir die Ohren ab. Ja, hör mal auf, das ist kein Witz. War da hinten nicht noch eins? Was? Nee. Nee? Achso. Mit Ohren abschneiden, das will ich aber nicht nochmal hören. Warum? Habe ich das nicht erzählt? Meine schlechte Friseurerfahrung? Achso, doch, das hast du mir erzählt. Ja? Ich kann das auch mal hier erzählen. Ist ja eigentlich nichts Schlimmes, aber ich war mal beim Friseur, als ich noch ganz klein war und da hat der Friseur mit seiner komischen Friseurschnipse da geredet und da hat er mir einfach ins Ohrläppchen geschnitten. Oh. Ja. Dann haben wir das halbe Ohrläppchen abgeschnitten, ohne Scheiß. Ja, das ist natürlich wieder zusammengewachsen. Aber der hat mir da richtig reingeschnitten, das fucking Ohrläppchen. Habt ihr ihn verklagt? Und seitdem, nee, natürlich nicht, ich war mit meinem Opa da. Da gab es sowas nicht zu verklagen. Der war dann einfach, ist ja wieder gut, das ist doch nicht so schlimm, ne? Achso, aber es hat doch die Schweine geblutet, oder? Haben die sich mündlich geeinigt, so ein bisschen. Ja, ja, klar. Hab ich den Haarschnitt umsonst gekriegt. Was mir sehr viel geholfen hat, ja? Würde ich schon mal sagen. Aber nein, so war das dann. Und es war wirklich... extrem traurige Zeit für mich, weil Hammer. Ja, deswegen, wenn ich dir die Haare schneide, bist du auch immer so ein bisschen wild. Ja, ich habe immer Angst davor. Ich weiß, aber das ist auch, ich meine, ich habe auch einen Grund, Angst zu haben. Ja. Genauso wie ich immer Angst davor habe. Ich habe mir einmal von einer Freundin die Haare glätten lassen. Ja. Nee, Locken reinmachen lassen. Ja. So schöne kleine Locken mit diesem kleinen Lockenstab. Es gibt diese dünnen Stäbe, ja, und die dicken für die großen Locken. Ja. Ja, und was macht die?
die hält mir das Ding hier die ganze Zeit gegen. Ne? Was denn nicht? Ja, die macht hier so, zieht hier so, macht das hier oben fest. Und ich denke, was brennt denn da? Das tut so weh, ey. Und dann scheiße ich die da an, weil es so weh tat. Und sie guckt so. Oh, Jenny, das tut mir aber ja leid. Habe ich voll verbrannt dich. So hat sie das gesagt? Habe ich dich voll verbrannt. Ja, das sah übel aus. Naja. Das kommt vor, wenn man sich von Freunden die Haare machen lässt. Ja, ich bin... Von Friseuren. Ich bin auch... Nein, ich bin ja extrem vorsichtig. Und dann, jetzt bin ich auch so der extrem starre Typ beim Friseur. Ich bewege mich kein Stück mehr. Also ich bin wirklich null. Nee, ich weiß, und das macht mir immer Angst. Komm schon, schneid mir die Haare, du Bitch! Mach fertig! Oder ich mach ihm zur Beruhigung Musik an und dann geht das hier los. Und dann hält er doch nicht mehr still. Naja, okay. Ich kann nichts dafür. Wenn der Rhythmus kommt, dann muss der auch mit. Dann kann ich gar nichts machen. Also bei den Hühnern stimmte das letztes Mal, ja. Das ist bei den Hühnern jedes Mal, wenn du das liegen lässt, sozusagen, dann Ach so, dann stehen, so, dann die, stehen die alle da in Reihe und Glied. Sonst ist mir das auch völlig egal, wie die Hühner stehen, weil das kriege ich ja sowieso hin. Was ich dann auch anderes ansagen wollte. Das sind die Schafe, habe ich schon gesagt. Eigentlich haben wir alles rum, soweit. Ne? Der Tag bei Harvest Moon ist schon wieder vorbei. Der Sommer ist ganz gut gelaufen eigentlich bei Harvest Moon, bis jetzt. Und ich hoffe, dass durch wir die Harvest Moon Woche so irgendwie schnell die Zwiebeln kriegen. Irgendwie kam mir das so vor, als hätten wir jetzt wenigstens schon mal Ende des Sommers. Ich muss das ja einfach so sagen. Aber ich guckte gerade aufs Datum und dachte, nee. Ja, es ist kommt noch Herbst. Ist noch nicht weit, wir sind noch nicht weit gekommen, nee. Die andere Frage ist genau, habt ihr zum Beispiel mal Angst vor irgendwelchen besonderen Sachen, zum Beispiel vom Friseur oder vom Zahnarzt oder so, das haben ja viele. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, mich wird das unbedingt interessieren. Vom Zahnarzt habe ich übrigens keine Angst. Ich auch nicht, ich habe den Zahnarzt geliebt. Ne, lieben ist jetzt auch. Lieben ist ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Doch, ich liebte es zum Zahnarzt zu gehen. Ich liebte es, die Zähne gefärbt zu bekommen. Warum ich habe extra, dieses lila Zeug. Ich habe extra vorm Zahnarzt, ich habe jeden Tag sowieso immer gründlich geputzt, aber, das sagt man immer so, aber vorm Zahnarzt habe ich immer dreimal geputzt. Echt? Ja, weil ich wollte unbedingt, dass das richtig, richtig sauber ist und der mich jedes Mal lobt, weil dann habe ich einen Lolli gekriegt. Weißt du? Das hört sich voll... Oder so ein Spielzeug. Das hört sich voll... Der hatte so eine Spielzeugtruhe. Ja. Und eine Süßigkeitentruhe. Und du darfst, je nachdem, was du haben wolltest, kannst du dir. Wenn du schlechte Zähne hattest, kannst du aus der Süßigkeitentruhe was rausnehmen. Ja. Ja. Nein, wenn du gute Zähne hattest. Wenn du gute Zähne hattest. Das hilft sowieso alles nicht mehr. Nimm dir. Nein, bei guten Zähnen. Nimm den Kariesstängel. Ja. Aber ich mochte den Zahnarzt immer sehr. Ja? Vor allen Dingen das schöne Gefühl, wenn er dann da alles rumgekratzt hat und so, ne? Und selbst nochmal Zähne putzen musste da und ja, ich fand's toll. Ein paar Tomaten werden wir behalten, weil wir haben ja das Rezept für Ketchup und das wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Was mussten wir machen? Ach nee, haben wir schon Kai die Dinger ja gegeben. Kai Mais gegeben. Genau, das war und das. Und wir haben so ein bisschen, das Übliche gemacht halt. Wir sollen uns noch mit der Ann anfreunden. Echt, sollen wir noch ein rotes Herz machen? Sollen wir noch ein rotes Herz bei der anderen, genau. Einfach, ja, auf der anderen Seite, wie gesagt, das ist die Einzige, die jetzt noch nicht verheiratet ist. Und ich denke mal, wir werden auch keine Heiratsevents mehr sehen. Dafür sind die alle zu hoch, auch an. Ja. Und da können wir ruhig. Ich hatte gehofft, dass ich von Ann das Heiratsevent sehe, aber nein, ihr wollt ja immer, ne, kümmert euch drum. Nein, wir hätten die links liegen lassen müssen und dann wären sie traurig gewesen. Das Schwierige ist wirklich an sowas, da freue ich mich auf Room Factory. Da gibt es ja theoretisch keine Konkurrenz. So wie ich das verstanden habe. Habe ich auch so und, verstanden. Und da kann man wirklich alle Events durchmachen, da kann man alle Events durchspielen und dann hat man davon keine negativen Effekte. Hier ist es ja wirklich so, wenn du mal was anderes hören willst von dem, was sie sagen, dann heißt es ja gleich auch immer, nee, dann können wir jetzt nicht mehr heiraten mit anderen Typen oder so, weil wir so oft fliegen. Wir sind jetzt Stalker von dir geworden. Ja. Und jetzt funktioniert einfach alles andere nicht mehr. Das sind ganz schön viele Tomaten, die du da behältst. Ja, ich will ja ein paar anschenken und ich will ja auch gucken, dass ich jetzt gleich den Ketchup mal... Du willst Tomaten anschenken? Ja, klar. Okay. Warum nicht? Ich dachte, du schenkst dir den Ketchup. Nein. Naja. Könnte ich auch machen, aber ich guck mal, was raus wird. Ich weiß auch, wir haben das Rezept irgendwo im Regal. Das weiß ich, das haben wir ja in der Wintermine gefunden. Unglücklicherweise finden wir Kochrezepte in der Wintermine. Wie auch immer das funktioniert. Wintermine. In der Wintermine. Da gehen wir auch bald wieder hin. Du bist schon wieder erschöpft. Ich verstehe. Aber immer nur so ein bisschen erschöpft. Du bist so ein richtiger Luschi, ne? Das ist, der ist Jahre auch ein, der ist harte auch ein Luschi, Ackerarbeit und der ist voll der Luschi. Das gibt's doch nicht. Sie haben am Anfang ganz schön die Wichtel angeschleppt, ne? Nee, das liegt daran nicht. Mit Sicherheit. Der ist von vornherein so ein Lulli. Ich weiß auch nicht, was da los ist.
Also, wenn ich. Kannst du ja nochmal Fisch mitnehmen. Farmarbeit ist bei Jack wirklich. Ich meine, er macht das den ganzen Tag, er wird aber nicht eindeutig besser. Der ist wirklich. Jack the Farmer. Naja. Ja, der ist einfach ein Lulli. Auch wenn er alle. Ich glaube, das Einzige ist halt, wenn er wirklich alle Powerberries hat, dann kann er nicht mehr krank werden. Das ist, ich glaube, dann hast du sozusagen kaputt gemacht, das Spiel. Aber sonst hat er einfach immer. Also, wenn er alle Powerberries hat, kann er nicht krank werden, sondern kann er nicht umkippen. Der kann nicht umkippen, genau. Okay. Das meine ich zumindest, dass es so ist. Aber da ich noch nie alle Powerberries hatte. Ich weiß ja gar nicht, wie man weiß, dass man alle Powerberries hat und wie man alle kriegt, dann blöd. Da steht's. Zumindest, wie viele wir haben. Und wie viele kannst du noch kriegen? Das sieht ja aus, als sei das vorbei. Vier Stück noch. Ja, das geht immer bis zum. So wie bei Karen. Geht's noch, ach, das so geht nach Gesicht. Links. Okay, dann würde also, ich sagen, das sind drei. Drei sind es noch. Drei genau. Sind das. Ja. Okay, eine dachte ich, kriegst du von Mana, wenn du das Blumenfeld. Ja, ich meine auch. Ich meine, so dafür ist dieses Event gedacht. Das meine ich auch. Das ist auf jeden Fall möglich. Alles andere weiß ich nicht. So, wir gucken jetzt nochmal in das Rezept rein. Das müsste hier drin liegen. Da liegt die kaputte Zeitung hier. Auf der Tafel steht ein Rezept für Ketchup. Tomaten, Zwiebeln, Mixer, Gewürze, Zucker, Salz und Essig. Also Zucker, Salz, Essig. Haben wir noch eine Zwiebel? Ja, ich schau mal in meinen Kühlschrank nach. Ich guck mal gerade. Ich glaube aber ja, dass wir haben bestimmt noch eine Zwiebel irgendwo. Von letztem Jahr oder so. Keine Zwiebel? Nö. Tomaten hättest du jetzt noch gehabt. Ich glaube, wir haben die Zwiebel verschenkt oder so. Das gibt's nicht, dann ist es halt so. Dann gibt's keinen Ketchup. Trüffelreis! Trüffelreis! Was machen? Ist das jetzt Reis? Ist das nicht schon fertiges Gericht? Ist das nicht dieses Reisbällchen? Nein, das ist Reis. Oh. Hier gibt's keine Reisbällchen. Normalerweise ist es Onigiri. Ja? Genau, Onigiri. Das ist also ein Reisbällchen mit. Normalerweise ist das Seetang. Ich wollte gerade sagen Tentakelblatt, ja. Ja, Seetang ist es normalerweise. Seetang, genau. Und wie macht man das denn? Macht man das hier mit dem Messer oder wie haben wir das denn letztes Mal gemacht? Gar nichts, oder nicht? Oder Trüffelreis ist Hacken, ne? Hacken ist Trüffelreis, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr. Wir können das auch immer anders machen. Moment, bevor wir jetzt alles verkochen und falsch machen. Mach doch mal bitte nach Rezept. Trüffelreis, ja. Trüffelreis, ja. Genau, Hacken, okay. Trotzdem zubereiten. Was heißt trotzdem? Ich meine, wir haben doch alles. Was heißt trotzdem zubereiten? Ich weiß auch nicht. Der will einfach was anderes da stehen haben. So, den Trüffelreis können wir anschenken. Sehr gut, den schenken wir ran. Sieht aber so ein bisschen nach Nudeln und Hähnchen aus, oder muss so, ich ja so sagen. Kartoffelsuppe könnte es auch sein. Das kann auch sein. Ich kenne ein paar japanische Rezepte so. Auch durch meine Schwester halt und auch durch diverse Besucher auf dem Japan-Tag. Hm. Ja, haben wir ja schon mal ein bisschen was gesehen. Das Einzige, was ich nicht mehr essen werde, ist grüner Tee aus der fucking Dose. Das werde ich nie wieder machen. Das ist das Ekligste auf der Welt. Aber sonst gibt es auch geile Rezepte. Es gibt da auch verschiedene Abwandlungen von dem grünen Tee. Weil ich hatte mal einen getrunken. Es gibt einen, der ist furchtbar eklig süß. Und der andere ist furchtbar eklig bitter. Und der andere ist furchtbar eklig bitter. Ja. Und ich hatte einen, der war eine Mischung aus beiden. Ja, das geht ja. Und den fand ich, beides stoppte das Ekligkeitsgefühl. Das war okay. Wer viele japanische Gerichte sehen will, der muss unbedingt in Racketeer reinschauen. Das haben wir auch zusammen gemacht. Wer es noch nicht gesehen hat, das ist hammermäßig, da gibt's coole Sachen. Ist es für mich? Wow, danke sehr. Die freut sich extrem, ich essen ist krass. Oh, willkommen. In letzter Zeit träume ich öfter bei der Arbeit und zerbreche Teller. Hey, Anne, ich wollte dir was schenken, was zu der Farbe deines Gesichtes passt. Bam. Vielen herzlichen Dank. Sie ist kein Tomato-Gesicht. Klar, ist ein Tomato-Gesicht. Sie hat kein Tomato-Gesicht. Wenn sie sich gerade gefreut hat, hat sie voll das Tomato-Gesicht. Tomato. Natürlich hätte sie Tomato gesehen, wenn ich das sage. Okay. So, ja, für unsere. Geh zu deinen Wichtel. Ja, ich gehe zu den Wichteln. Schnell. Mehl kaufen. Ohne Mehl gehen wir nicht zu den Wichtels. Ohne Mehl keine Wichtel? Na gut. Dann gehen wir mal zu den Wichteln. Ja, was wir noch sagen können, das will ich aber nochmal extra machen. Also in einem. Nicht ins Krankenhaus. Nee, in einem extra Vlog vielleicht. Dann stelle ich euch nochmal genau das ganze Pen-and-Paper-Projekt vor. Wir sind, wie gesagt, ein bisschen daran, das zu gestalten. Und dann kann ich euch mehr zur Welt sagen, in der sich das Ganze abspielen soll. Und dann kann man auch da andere Geschichten schreiben. Oder darauf bezogen Geschichten schreiben. Im Moment kann ich nur so viel verraten. Das wird mal Fantasy werden. Weil wir finden, dass das immer eine gute Idee ist. Und Science-Fiction und so, da kenne ich mich einfach weniger aus als in Fantasy-Genre. Also ich kenne mich jetzt mit Laserpistolen und so und Raumschiffen viel weniger aus als mit allen möglichen Fabelwesen.
und Mythen und. Ein geheimes Einhorn versteckt in einem Froschkostüm. Nein. Getarnt als geheimer Frosch. Nein. In einem Menschenkostüm. Menschenkostüm. Nein. Naja. Das gibt es nicht. Das wird es auch nie geben. Aber war damit ein Vorschlag von damit, mir. Damit man schon mal ungefähr weiß, worum es geht. Also das, so das war der Einblick. Es ist so Fantasy-Mittelaltermäßig. So, darum geht's. Okay. Ich möchte den Türkisen. Wir müssen erstmal gucken, wie wir was schenken müssen. Also wir müssen Kochos was schenken. Den Türkisen. Ja, Plitsch. Und Kalmi den Dunkelblauen. Okay. Dann machen wir das so. Und diese drei sollen wir auch anstellen erstmal, oder was? Oder meinst du, die stellen sich an? Wie viel Mehl hast du denn jetzt gekauft? Drei. Achso, ja, dann nehmen wir die drei. Okay, willkommen, Dada. Suchst du Hilfe, Dada? Ich arbeite gern, Dada. Ich mache alles und ich mache es gut, was steht an, Dada. Deswegen mag ich Kalmi, der ist nämlich zu jeder Zeit bereit. Sollen wir mal die Tiere versorgen lassen? Ja, der ist sowieso okay, der immer in den Stall zum Mittag, zur Mittagspause. Wie lange wirst du mich wohl brauchen, Dada? Eine Woche. Fucking eine Woche, Mann. Okay, ich werde helfen, so gut ich kann, Dada. Und dann werde ich noch zwei Leute abschieben. Herzlich willkommen, Dada. Brauchst du Hilfe, Dada? Ich wünschte, deine Jobs hätten was mit Kochen zu tun, aber okay, ich erledige auch andere Arbeiten, Dada. Kochos ist halt Koch. Ne? Wir können ihn auch abernten lassen, aber wir machen mal bewässern, weil die sollen ja eigentlich gut darin werden. Ne? So, du wirst auch mal eine Woche arbeiten, nicht nur einen fucking Tag. Vor allem, wir haben ja jetzt eigentlich kaum was zum Abernten. Wir haben ja heute abgeerntet. Ja, jetzt sind aber alle zwei Tage oder so, sind die Tomaten fertig. Ach, das können wir auch selbst machen. Plitsch ist der beste Dada, die anderen haben alle keine Ahnung von Farben. Das ist ein Arsch, ne? Hä, brauchst du Hilfe, Dada? Wenn ich arbeite, mache ich mich bloß schmutzig, Dada. Was kann ich tun? Er ist so süß, er ist einfach süß, deswegen mag ich ihn. Wie lange brauchst du mich? Ich brauche immer eine Woche gleich Hilfe. Okay, morgen komme ich in etwas weniger schicken Sachen, Dada. Siehst du? Das ist der, niedlich. das ist echt der Beauty-Schlumpf ja. Von den Wichteln. Der Bluti. Nicht Bluti, der Schlumpf. Bluti mit dem Straßengraben zurückgelassen, hör auf. Mann. Oh Mann, ich kenne es dafür. Also ich hacke die Menschen hier bei Harvest Moon. Ich sage, das sind blutige Wichtel. Naja. Jetzt wollen wir noch eben die Schafe holen, wir haben es fast vergessen. Ja, nee, ich hab's nicht vergessen. Wir holen ein Schaf und das andere Tier ist uns überlassen, was es für ein Tier wird. Denn da habe ich gedacht, da gucken wir, was es weniger gibt und das nehmen wir dann. Hallo, guten Abend, alter Mann. Was tust du denn hier? Es mag einen eintönigen vorkommen, dass ich hier ganz alleine mit einem kleinen Mädchen lebe. Wie du. Nee, das kommt da nicht eintönig vor, das kommt da ganz anders vor. Warum arbeitest du nicht, Arschloch? Wir dürfen also Arschloch. Nichts mehr kaufen. Arschloch, warum du nichts arbeitest? Warum gibt's hier auch keine fucking Öffnungszeit bei dem alten Mann? Doch, an dem Zettel an der Tür, aber den darfst du nicht lesen, wenn er da ist. Ja, dann soll er mir auch ein Schaf verkaufen, er ist doch da. Willst du kein Geld machen? Nee, was ist los mit dir? Oh, willst du dem, der kleine Hund ist so süß. Willst du dem kleinen Mädchen nichts bieten? Hä? Hm? Nein? Okay. Sieh an, sieh an. Wie geht's dir, kleine Jone? Ja, das war von unserem leckeren Bobby. Das Kindlein. Und der Anna. Und der Anna. Hallo! Sag doch mal deinem Großvater, der soll mir fucking Schaf verkaufen. Wenn ich mit meinem Großpapa über Mama rede, wird er ganz still. Sollst du über Mama reden, sondern über mein fucking Schaf, was ich kaufen will? Mann! Was? Wir gucken Kinder, doch einfach mal, Kinder. Was wir weniger haben. Guck doch mal eben drauf. Ja, also wir kaufen auf jeden Fall noch ein Schaf. So, und das nennt sich. Ist ja klar. Und dann haben wir davon 8 und dann haben wir auch 8 Kühe. Das heißt, man kann sich sogar aussuchen oder wir würfeln einfach mal wieder. Das machen wir dann in der nächsten Folge, dann gibt es dann genau. Neue Würfel. Dann können wir auch endlich vielleicht mal kaufen, falls der nicht samstags geschlossen hat. Genau. Und sonst gibt es nicht mehr viel zu sagen zu dieser Folge. Wir freuen uns auf die weiteren Sachen, die hier bei Harvest Moon noch passieren werden. Wir freuen uns, dass der Stall auch langsam voll wird. Und ich freue mich auch, dass du so ein breites Grinsen hast. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann in alter Frische. Mit mehr Elan. Mit mehr Elan. Wir sind doch immer im voller Elan. Was erzählst also du bitte. Psst, psst. Okay. Also, wenn euch das gefallen hat, lasst doch noch ein Däumchen da. Unser kleiner Jan ist nicht so ganz zufrieden. Ihr hoffentlich schon. Bis dahin. Tschüss.